Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um das Thema Tätowierung. Man hört ja viel, dass Tattoos in Japan entweder verboten sind oder halt nicht willkommen sind. Es ist ja auch tatsächlich so, dass man in vielen Onsen oder öffentlichen Bädern, Schwimmbädern, Fitnessstudios und sowas keine Tätowierung tragen darf. Aber woran liegt das und was könnte man dagegen machen? Das erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß! Bis vor ein paar hundert Jahren war es üblich gewesen, dass man auch Tätowierungen trägt als Fashion. Aber nach und nach wurden auch Tätowierungen, da sie halt nicht verschwinden, als Zeichen der Verbrecher eingesetzt, also quasi im gebrannten Markt. In manchen Regionen war es so, dass man das Kanji-Zeichen für böse, sowas, eingeritzt hat und in anderen Regionen bekam man, wenn jemand mehrfach auffällig geworden ist, ein Zeichen für groß, also ein Großverbrecher oder halt auch Hund, also nicht Mensch. Es gab dann schon so regionale Unterschiede, welches Kanji-Zeichen man als Verbrecher bekommen hat. Vielleicht gab es ja auch jemand, der versucht hat, die ganze Tätowierung zu kompletten. Also und so nach dem Motto wie Sticker-Album. Ich habe geschafft, alle 47 Tätowierungen zu sammeln auf meinen Körper. Bin ich nicht cool? Weiß nicht. Damals gab es ja kein soziales Netzwerk, also wäre dann nur so ein regional bekannt geworden, diese Person. Weiß auch nicht mal, ob es überhaupt so eine Person gab, aber vielleicht schon. Es gibt ja immer zu jeder Ära bestimmte Leute, die interessant sind. Okay, zurück zum Thema. Nur das Markieren der Verbrecher mit solchen Zeichen, die halt für immer blieben und einfach nicht weggingen. Manche haben ja halt die Tätowierung auf der Stirn bekommen und so. Also lasern konnte man ja auch nicht. Wurde das Tätowieren im Jahr 1872 in der Meiji-Ära verboten. Komplett. Zu jedem Zweck. Also kein Fashion-Tattoo und kein Brandmarken. Und das Gesetz vom Tätowierungsverbot galt bis 1948, also für satte 76 Jahre. Also ist schon eine ganze Generation. Nur auch in der Zeit gab es dann noch eine Gruppe, die problemfrei ihre Tätowierung getragen haben und neue Tätowierungen gemacht haben. Die Yakuza. Vergleichbar mit Mafia. Und bei denen ist es so, sie haben Tätowierungen getragen als Zeichen, dass sie zu einer Familie gehörten. Folglich heißt es, Tätowierung ist gleich Yakuza. Böse. So wurde das Grundimage erschaffen. Aus diesem Grund wurde vor über 100 Jahren die Regelung geschaffen, dass man halt mit Tätowierung nicht ins Onsen oder öffentlichen Bädern oder öffentlichen Einrichtungen gehen kann, weil das waren meistens Yakuza. Und ja, in den ganzen zig Jahren gab es noch nicht so viele Leute, die auf die Idee kamen, sich irgendwie ein Herzchen oder ein Sternchen als Fashion-Tattoo zu tragen. Man konnte davon ausgehen, dass die meisten davon Yakuza waren. Ja, aber nun leben wir zu Zeiten, wo die Tätowierung nicht mehr so ungewöhnlich ist. In Amerika trägt jeder Vierte zum Beispiel ein Tattoo. In Japan gibt es noch keine genaue Statistik darüber, aber es heißt dann, dass ungefähr 2-3% der Japaner tätowiert sind. Also meistens davon Fashion-Tattoo. Bei Yakuza ist es dann auch häufig so, dass sie über den ganzen Rücken da halt so eine riesen Phönix-Drachen-Muster, Familienemblem und so weiter tragen. Das machen ja nicht so viele Leute. Bei den meisten heißt es ja eher so, zum Beispiel ein Herz, Engel, Pokémon und ähnliches. Also nichts Großes, Gravierendes über den ganzen Körper gibt es auch, aber halt nicht diese typischen japanischen Muster. Gibt es auch in manchen Fällen, aber in der Regel etwas kleiner. Aber es ist auch dann schwierig zu sagen, okay, du kommst auch so und so, dann bist du bestimmt kein Yakuza und zeig mir mal erstmal deinen Arm. Ah, okay, das ist nur eine kleine Kette. Ja, das ist kein Yakuza. Das kostet viel Mühe und Arbeit, daher sagen viele einfach, okay, keine Tätowierung, Punkt, keine Diskussion, will ich nicht mehr hören. Das ist aber auch halt nur eine Hausregel, also kein Gesetz. Es ist aus diesem Grund nicht erlaubt, die Tätowierten in den öffentlichen Badeeinrichtungen zum Beispiel komplett auszuschließen. Aber in Japan ist es wichtig, die Atmosphäre zu verstehen, Kūki wo yomu, sagt man da, und man möchte keine Probleme verursachen. Daher gehen auch viele freiwillig nicht zu solchen Einrichtungen und suchen sich eine andere Anlage. Und bei vielen Einrichtungen heißt es auch, wenn man die Tätowierung verdeckt, also mit so einem Pflaster, es gibt auch extra Pflaster, um die Tätowierung zu verstecken. Dann geht das. Hauptsache, es ist nicht sichtbar. Also diese Hausregeln gelten auch natürlich für die Touristen, die nicht in Japan wohnen.
Aber es gibt auch immer mehr Unsinn mittlerweile, die auch Tätowierungen erlauben. Man sollte das auf jeden Fall vor einer Japanreise wissen. Und wenn man zum Beispiel nach Tattoo-Friendly Onsen googelt, findet man auch Hotels und Onsen-Bäder, zu denen man auch mit Tätowierung reingehen kann. Wir leben auch in einer modernen Gesellschaft und es ist einfach so, dass immer mehr Leute Tätowierung tragen. Und es kommen ja auch natürlich immer mehr Touristen nach Japan, da sich auch viele für die japanische Kultur oder für das Land interessieren. Im 2018 waren es sogar über 30 Millionen Touristen. Zum ersten Mal, glaube ich. Aber es wird nicht gerade weniger. Und ich denke, es ist auch gar nicht mal so unwichtig, sich zu so einer modernen, offenen Welt anzupassen und dass sich Japan auch weiter und weiter öffnet. Und ich hoffe mal, dass sich auch diese Regelungen nach und nach ändern. Passiert ja auch schon ein bisschen. Zwar nicht so schnell und zügig, wie einige das hoffen, aber es tut sich was. Das war die Kurzfassung zum Thema Tätowierung, warum das in Japan nicht gern gesehen ist und war und wie die aktuelle Situation ist. Habt ihr noch weitere Fragen, Anregungen, Kommentare? Schreibt bitte alles in das untere Kommentarfeld hinein. Ihr könnt mich auch gerne mit der Mitgliedschaft oder mit dem Shop von Einfach Japanisch unterstützen. Die genaue Infos findet ihr hier unten. Ich bin immer glücklich, wenn ihr mir einen Daumen hoch und ein Abo hinterlasst. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wir sehen uns. Ciao. Mata ne. Arigatou gozaimashita.